Willkommen zurück, meine Lieben. Hier ist euer M3D und wie ihr seht, falsche Waffe gewählt. Wir sind hier immer noch keinen Schritt besser vorangekommen als sonst. Das ist irgendwie bescheiden, aber wir haben sie gerade ein bisschen getrennt anscheinend. Alter, kann ich jetzt auch endlich mal looten ein bisschen? Ja. Aber wohl nicht sehr viel. Kacke, ey. Schnauze, 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 Schnauze. Schnauze, 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 Schnauze. Alter, hör auf. Ich habe keine Ausdauer mehr, Kacke. Aber die Krankenschwester muss man am ehesten durchsuchen. Na komm, zwei Schläge, dann bist du auch weg. Ja, wir haben es geschafft anscheinend, meine Freunde. Yeah, 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 yeah. Ah, es ist brutal einfach nur, was hier abgeht. So, hier wird ein riesengroßer, ekliger Stapel entstehen. Da bin ich mir fast schon sicher, aber ich mache jetzt erstmal Sachen weg, die wir gar nicht brauchen. Brauchen wir auch nicht. So. Ja, Papier kann man auch mal wegwerfen. Öl kann man auch wegwerfen, wollte ich gar nicht aufheben, aber es ist passiert. So, schnell mal da hinten hingehen. Ich glaube, die sind schon alle verschwunden. Nee. Aber man kann sie halt nicht mehr looten. Was eine Scheiße, ey. Das ist jetzt irgendwie doof. Platsch. Ja, vor allem, es macht auch schön die ganze Axt kaputt, weißt du? Naja. Es wird einem wohl nichts gegönnt hier in dem Spiel, verdammt. So, weg damit, weg damit, weg damit. Ich glaube, damit kann man echt eine Stadt bereinigen, sozusagen. Ich habe leider noch nicht gucken können. Boah, wie schnell entsteht denn so ein Ding? Alter. Platsch, platsch. Echt ekelhaft, diese Scheiße hier. Das muss ich unbedingt googeln. Aber man merkt auch nur, dass das nur wieder ein weiteres Hindernis, um zu nerven irgendwie. So. Vor allem, dass die echt zwei Schläge vertragen, wenn man keine Ausdauer hat. Mies, ey. Dabei haben wir schon eine richtig gute Axt eigentlich. Okay, ich weiß jetzt auch nicht, ob man das auch mit der Axt abbauen darf, ne, aber ich mach's halt einfach mal. So. Jetzt muss man wieder ein bisschen Schadensbeseitigung machen. Es ging echt zu viel zu Lasten von den ganzen Materialien hier. So. Sehr schön. Okay, jetzt kann ich nach Stunden endlich mal da oben drauf gucken, ob ich da irgendwas Schönes finde. Wenn ich überhaupt drauf komme, ey. Warte mal. Ja, das habe ich gemeint. Hier oben ist meistens ein Rucksack. Oh. Spiked Club, die beste Waffe, die ich eigentlich kenne. Also normalerweise ist es die beste Waffe, die ich kenne. Wartet mal. Wir haben ja eine, die kann ja one-hitten eigentlich. Aber trotzdem will ich auch mal die hier ausprobieren. Ich kenne mich auch noch nicht so aus mit den ganzen, was gut ist, was schlecht ist. Gelb, ist es gut, ist es schlecht. Keine Ahnung, meine Lieben. Ich denke natürlich, episch ist besser, also lila ist besser als jetzt gelb oder so, oder blau. Aber naja, wir finden es einfach mal heraus an irgendeinem Gegner. Gegner! Weißt du, jetzt findest du natürlich keinen Gegner mehr, ist ja klar. Da haben wir einen. Hallo, Kollege. Klatsch. Ja, macht Schaden. Was steht da so? 14,2. 11,13. Okay. Interessant. So, die Gläser nehmen wir mit, natürlich. Und ab zum Auto und hier in dieses Gebäude rein. Das scheint so, als ob man da gut Essen finden könnte. So. Normalerweise hätten wir uns auch hier festigen können, weil das ein Riesengebäude ist. Wäre eigentlich ganz klug gewesen. Aber naja, was man nicht hat, hat man halt nicht, ne? Boah, ist das hier dunkel. Wartet mal, theoretisch kann man ja hier die Taschenlampe reinpacken. Und mal anmachen. Yeah! Boah, geht die geil ab. Die ist ja richtig nice. So, Bier nehmen wir auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall, immer her damit. So, hier kann man nichts looten. Außer die Kasse natürlich, aber die interessiert uns ja nicht. Obwohl, die Chips, warum nicht? Keine Ahnung, wofür die sind. Wir nehmen sie einfach mit. So. Locked. Scheiße.
Das kann jetzt dauern, bis ich die mit der Axt aufgekriegt habe. Oder? Naja, nö, das geht ja recht schnell hier. Geil. Ich wurde entdeckt. Jetzt bin ich wieder unentdeckt, okay. Und irgendwie merkwürdig, dieses Entdeckt- und Unentdeckt-Thema. Egal. Abgang. Ab nach oben, ab nach oben, ab nach oben. Ach, ja, hier war ja immer viel verschlossen. Stimmt ja, ich kenne ja das Gebäude im Endeffekt. Von der Season 1 kann man ja fast schon sagen. So, machen wir mal das untere weg. Dass nur wir durchkommen. Okay, eigentlich wäre das obere klüger gewesen, weil da jetzt immer noch die kriechenden Zombies durchkommen könnten, aber ist ja auch egal. So ein großes Problem stellen die ja jetzt auch nicht da. So. Oh, Scharfschützenmunition nehmen wir mit. Die Desks kontrollieren wir auch mal. Das haben wir ja schon. Und hier ist nichts drin. Okay. So. Ach, und gleich zum nächsten Kriechen. Ja, ein Traum. Yeah. Okay. Ist der hier drin? Ist der draußen? Keine Ahnung, wo der sein soll. Ich glaube, der ist draußen und der läuft ein bisschen amok, obwohl er uns eigentlich gar nicht sehen dürfte. Naja. Wenn es ihm denn Spaß macht, dann soll er doch. Noch ein Ofen, leider nichts drin, okay. Mann, Mann, Mann. So, was haben wir hier? Ah, ja, gutes Essen, sehr schön. Nicht viel, aber besser als gar nichts, ne? Also, bei sowas freue ich mich schon. Das sind gute Bandagen, ja. Sehr schön. Die Beinschutzdinger da, die kann man ja weglassen, weil die sind auch leicht herzustellen, also gar kein Problem eigentlich. Ich freue mich. Ich freue mir den Arsch ab vor allem. Pass mal auf, wie viel gibt denn der? 8, 12, 8, 8, 4. Und der? 13, 19, 13. Oh. Aber den nehmen wir trotzdem mal mit, falls der andere kaputt geht. Man kann ihn zwar reparieren oder so, aber man weiß ja nie, ne? Falls man mal stirbt, dann verliert man ja auch seine Sachen. Glaube ich zumindest. So, es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Okay, jetzt geht's hoch zum Dach. Aber viel ist halt hier nicht zu holen, ne? Das muss man einfach mal sagen. Außer vielleicht man hat wieder Glück und findet was Tolles hier auf dem Dach. Das kam ja auch schon mal vor. Zum Beispiel gutes Essen oder so. Ja, das soll schon gegeben haben. Ja, hier ist noch so ein Nest. Haben wir Eier dabei? Nee, aber Federn. Schade, nix gewesen. Okay, passt auf, dann gehen wir mal wieder runter. Versuchen natürlich mal wieder hier rauszukommen. Boah. Es klingt schon so, als ob hier wieder welche drinne gewesen sind oder drinne sind. Naja, gut. Der prügelt sich darum, das interessiert uns nicht. Hier ist ein Safety. So, hier ist noch so ein Kriecher. Den hauen wir mal kurz weg. Jawohl. Also es wäre schön, Freunde, wenn mir irgendeiner von euch mal dieses ganze System hier erklären könnte, was welche Waffe jetzt mehr Schaden macht und so weiter. Ich blick da ehrlich gesagt noch nicht so ganz durch. Stelle ich mich noch ein bisschen blöd an. Aber wie gesagt, ich werde jetzt auch einiges drüber lesen noch heute. Und dann gucken wir einfach mal, was Sache ist. Boah, ich muss mal was essen, Alter. Ich habe voll den Hunger hier irgendwie. So, das kann man noch mitnehmen. Hier sieht schon wieder sehr trocken aus. Ah, Katzenfutter will ich nicht wirklich. Och, Mano. Oh. Dass diese Kisten immer leer sind irgendwie, oder? Oder liegt es an mir? Keine Ahnung. So, Fenster, Fenster, hallo? Spiegel? Nix da. Okay. Ah, die Hütte sieht auch schon wieder sehr ähnlich aus. Dann gehen wir mal hoch. Vielleicht finden wir mal wieder so einen Rucksack oder sowas. Ah, ein Koffer. Nix drin. Oh. Schade. Ja, Medizin haben wir die dabei? Nein, haben wir nicht. Also können wir es auch liegen lassen. Türknauf können wir liegen lassen. Ah, ich bin bei dem Spiegel gespannt. Ja! 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 Schnell nehmen, Freunde. Schnell, 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 schnell. Kann ich auch gleich mal das Zeug da essen. Oh, jawoll. Wir können zwar noch die Sachen herstellen, klar, aber es ist schon sehr begeistert. Begeisternd, dass man das überhaupt hingekriegt hat, ne? So. Hilfe? Ah. Boah, eine richtig geile Hausuntersuchung, wo man natürlich auch hier so schön mit der Taschenlampe rumleuchtet. Zack, zack.
Wie so ein Einbrecher. Na komm. Wow. Eine Leiche. Ja, die haben viele Stäbe dabei, das finde ich gut. Also diese... Ihr wisst schon, was ich meine. Die kann man ja gut zum Reparieren gebrauchen. Da liegt auch eine Leiche, das ist das Müll. Ich glaube, das ist Müll. Ja, Müll. Obala. So, 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 Moment. Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenlampe. Gut, mehr ist hier nicht. Na gut. Und hier ist auch nichts. Na gut. Dann verlassen wir das tolle Gebäude, was uns eine richtige Rettung gegeben hat. Richtig geil. Jetzt ist die Freude natürlich over 10.000. Yeah. Wir müssen erstmal gucken, ob wir wieder sicher hier rauskommen. Ja, geht. Okay, dich müssen wir zerstören. Zerstören. Zerstörungswut. So. Ich brauche Steine, damit ich mir einen Ofen machen kann. Hätte ich schon längst mal mitnehmen können, aber naja. Ist ja alles nicht so leicht hier, ne, in dem Spiel. Der Schwierigkeitsgrad ist echt angestiegen, muss man wirklich mal sagen. So, hier kann man nochmal kurz nach Essen gucken. Ah, hier waren wir schon drin, was? Ja, okay. Ja gut, dann lohnt sich das natürlich nicht. Aber umso besser, umso schneller geht die ganze Geschichte natürlich auch. Ist ja auch mal gut. So, hier haben wir noch einen Stein. Ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche 10 Stück, 8 Stück oder sowas brauche ich. Aber ich nehme sicherheitshalber mal 10 mit. Jawohl, wie viel haben wir schon? 5, ja? Ja, 5, okay. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Alter, es wird dunkel und langsam gefährlich. Gefährlich. Hier könnte man auch mal reingehen eigentlich. Aber ob man das jetzt noch um die Uhrzeit schaffen würde und dann auch wieder sicher nach Hause kommt, wag ich zu bezweifeln. So, da hinten wackeln Bäume, obwohl es eher nach was anderem aussieht. Das habe ich schon durchsucht, ne? Ja. Ach, guck mal hier. Nehmen wir wieder mit. So, 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 so. Ich gehe mal kurz hier in den Wald. Weil ich ja die Steine brauche. Stein, 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 Stein. Kann man eigentlich jetzt hier angeln, um irgendwie Fische zu kriegen oder irgendwas? Das wäre richtig gut. Das würde ich auch machen, auf jeden Fall. Weil ich meine, diese Angelhaken, wie die heißen, wo die Fische halt anbeißen, die existieren ja schon seit längerem hier drinne. Aber ich habe halt noch keine Würmer gefunden oder irgendwas. Was man da so wenigstens dran machen könnte. Uah. Ja, also besuchen wollte ich dich ja jetzt eigentlich nicht, ne? Yeah, alles mögliche gebrochen wahrscheinlich. So, oh, Wellness plus 1. Ja, wenn man seine ganzen Werte schön hochhält, dafür wird man belohnt. Dafür wird man aber auch schnell bestraft, wenn man mal hier so eine Kampfauseinandersetzung hat. Das ist schon hart, 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 hart. Hier haben wir noch einen Stein, hier haben wir noch einen Stein. Wie viel haben wir? 12, sehr schön, sehr schön. Und damit sollte man sich jetzt langsam abmachen. Hier ist die Flagge. Eieiei, gut, unsere Ausdauer ging halt auch schnell weg, gerade weil wir infiziert waren. Das war natürlich auch ein großes Problem, mit das wir zu kämpfen hatten. Aber wir haben das ja stark gemeistert. Was ist das denn? Ah, okay. Können wir nicht gebrauchen. Ist hier noch irgendwas Wichtiges drinne? Aber es ist auf jeden Fall schon sehr ruhiger geworden von den Zombies her. Ich hoffe, das ist keine Einbildung. Ich hoffe, das bleibt auch einfach so. Wartet mal, das Auto untersuchen wir noch da hinten. Ja, das Auto will ich untersuchen. Ist das eine Krankenschwester? Ja! Hoppala. Doppeltes Glück vielleicht? Nein! Aber den haben wir noch nicht durchsucht. Ist das ein Titanbohrer? Yeah. Können wir mal mitnehmen. Ich weiß noch nicht, was wir wegmachen sollten. Ja, okay, ich sehe es schon. Man kann aus den Dosen erstmal schnell Dings machen. Nein, wartet. Fast hätte ich wieder einen Fehler begangen. Was kann man eigentlich daraus machen? Ach, Eisenschrott. Dann so viel. Alter. Warum sagt mir das keiner, verdammt? Gut, die anderen Sachen müssen wir auch noch auf jeden Fall holen. Ist das unsere Hütte? Nee, das nicht. Das ist unsere Hütte wahrscheinlich. Ja, das sieht doch nach unserer Hütte aus. Sehr schön, Freunde. Und hier sind wir auch gefestigt. Ach, komm, spring. Ah, okay, ich bin oben. So,
gute Beute gemacht, Freunde. Gute Beute. Gut, gut. Jetzt machen wir mal hier so einen Steinkreis. Moment, der geht in folgenden so. Jawohl. Dann machen wir mal die Taschenlampe gerade weg. Das kommt jetzt einfach hier hin. Zack. Und gib ihm. Jetzt brauchen wir Brennmaterial. Das dürfte ja wohl jetzt das große Problem sein. Wir brauchen erstmal einen Becher. So. Ach genau, das brauchen wir. Und Wasser natürlich. Und Brennmaterial. Yeah. Ich weiß nicht, wie lange dauert das jetzt? Nee, irgendwie habe ich was falsch gemacht. Ich mach grad was falsch. Hä? Das geht doch irgendwie so, oder? Auch mit Wasser vielleicht? Nein. Ich habe kein Rezept dafür, bitte was? Alter, ich brauche jetzt ein Rezept für den Scheiß. Was? Ah. Okay, Moment. Ich will ja wieder was kochen, also ich habe doch hier irgendwie noch so einen Topf rumliegen. Topf. Wir machen jetzt mal hier die leeren Gläser rein, gerade mal. Auch das kommt hier gerade mal rein. Ja, den Motor können wir auch aufeinander legen. Werde ich alles nochmal mich informieren müssen, wofür das alles ist, also da bin ich mal sehr gespannt. Ich will auf jeden Fall das hier kochen, denn... Oh, ich habe gar keinen Topf, ne? Aber da oben in unserer Hütte liegt doch, glaube ich, einer. Wartet mal, auf dem Kühlschrank lag einer, glaube ich. Ja! Alter, da haben wir gerade so Glück gehabt, Freunde. Zum Glück habe ich da aus dem keinen Eisenschrott gemacht, sonst hätten wir jetzt echt ein Problem gehabt. So, jetzt nochmal hin da, auch wenn die Folge schon lange vorbei sein müsste. Cooking-Topf, wollte ich gerade sagen. Cooking-Pot. So, genau. 5 Minuten dauert das. Alter. Dann koch mal los. Ja, jetzt fängt's an. Okay, schön. Na super, meine Freunde. Das lasse ich noch zu Ende kochen. Solange warte ich noch hier. Und wir sehen uns dann in einer nächsten Folge. Tschüss.